Ich freue mich heute sehr, Dr. Evrim Ersin-Akilic zu unseren Expertinnengesprächen des Kulturraum 10 in Kooperation mit dem MUSMIG Museum der Migration zu begrüßen. Dr. Evrim Ersin-Akilic studierte Soziologie an der Universität Ege in Izmir. Ihr Doktoratsstudium beschloss sie 2013 an der Universität Wien mit ihrer Arbeit Biografie als Kampfplatz, Transsexualität im Spannungsfeld von Sexarbeit und Gewalt. Seit 2017 ist sie Universitätsassistentin am Institut für Islamische Theologische Studien an der Universität Wien. Ihre Forschungsschwerpunkte reichen von Gender Studies über Migrationsforschung, Integrationsforschung, Religionssoziologie bis zum Feld der Memory Studies. Sie ist Co-Autorin und Mitherausgeberin des Bandes Imame und Integration und Islamische Radikalisierung, biografische Verläufe im Kontext der religiösen Sozialisation und des radikalen Milieus, der Wiener Beiträge zur Islamforschung. Auch die wegweisende Sammelpublikation Aspekte der österreichischen Migrationsgeschichte von 2019 gestaltete sie mit dem Artikel Am Anfang war das Interesse, der sich vor allem mit dem Migrationsdiskurs der Arbeitsmigrantinnen der 60er Jahre auseinandersetzt oder seit der 60er Jahre auseinandersetzt. In ihrer letzten Forschungstätigkeit beschäftigte sie sich vor allem mit der Genese von Erinnerung und den Narrativen von sogenannten Erinnerungskulturen. Sie wird sich auch heute damit auseinandersetzen, denn ihr heutiger Vortrag trägt den Titel Können Objekte handeln? Ich freue mich schon sehr auf deinen Vortrag, bin gespannt und möchte dich bitten, jetzt zu beginnen. Danke, liebe Alice. Zuerst danke für die Einladung. Wie du gesagt hast, werde ich heute über ein Thema vortragen, das sich mit Objekt und die Darstellung von Objekt beschäftigt. Also die Migrationsobjekte kommen überwiegend aus dem Alltag und nehmen in den Erzählungen meist mit Erinnerungen der Besitzerin oder der Besitzer eine Gestalt an. Meistens werden die Objekte durch die Berührung der Lebensgeschichte der Migrantinnen migrantisch gemacht und werden als Symbole der Migration aufgeladen. Also diese Darstellungsform ist aber nicht immer unproblematisch. Wenn die Darstellung des Objekts nur auf die Erzählungen des Besitzers, der Besitzerin reduziert wird. Eine sehr berechtigte Kritik an diese Herangehensweise ist, dass dadurch das hegemoniale Narrativ und die Stereotypen reproduziert werden. Mich beschäftigt aber in diesem Kontext die Frage, wenn ich die Entscheidung, die sogenannten Stereotypen auszuschließen, treffe, welche Hierarchien und welche Machtstrukturen verwende ich selbst dann in diesem Prozess, auch wenn ich sozusagen eine Migrantin bin. Das ist zwar ein anderes Thema, aber nur weil ich Migrantin bin, bin ich ja nicht unbedingt von der Produktion dieses Blickes befreit. Und mich beschäftigt auch die Frage, ob der Verzicht auf das metaphorisch-kulturell aufgeladene Objekt der einzige Weg ist, um Gegenbilder zu produzieren. Wir, also ich und Arif Akilic, haben ausgehend von Akteur-Netzwerk-Theorie von Bruno Latour ein sehr traditionsbeladenes Objekt, nämlich das Beschneidungskostüm, im Gespräch mit der Besitzerin versucht, in eine andere Form darzustellen. In den Debatten über die Handlungsmacht der Objekte im musealen Kontext ist die Akteur-Netzwerk-Theorie und der Soziologe Bruno Latour von Bedeutung. In der Soziologie haben die physischen Gegebenheiten und der menschliche Körper erst ungefähr ab den 80er Jahren einen Zugang gefunden. Bruno Latour sieht die Rolle der nichtmenschlichen und menschlichen Akteuren, den er Akzentant benennt, nicht asymmetrisch. Menschliche und nichtmenschliche Akzentanten nehmen unterschiedliche Positionen bzw. Rollen innerhalb einer Interaktion, der zugleich ein Netzwerk ist. Objekte als unabhängige
Handelnde in Interaktionen aufzupassen, ist für die traditionelle Interaktionsdefinition, besonders für die soziale Handlungstheorie, sehr radikal, weil sie sich ausschließlich auf Individuen fokussiert, die face-to-face interagieren. Latour fügt andere Dimensionen zu dieser Face-to-Face-Situation. Er schreibt, ich zitiere, die Kleidung, die wir tragen, kommt woanders her und wurde vor geraumer Zeit fabriziert. Die Worte, die wir gebrauchen, wurden nicht für die Situation geformt. Die Mauern, auf die wir uns stützen, würden von einem Architekten für einen Kunden entworfen und durch Arbeiter errichtet. All diese Personen sind heute abwesend, aber ihre Handlungen sind heute noch spürbar. Selbst die Person, an die wir unsere Worte richten, entstammt einer Geschichte, die weit über den Rahmen unserer Beziehung hinausweist. Ferner ist die Person auch nicht notwendigerweise in der Interaktion präsent. Dies liegt nicht unbedingt daran, dass sie einen abwesenden Eindruck machen könnte, sondern weil es sich um die Maske einer Funktion handeln kann, die an anderer Stelle von anderen definiert worden ist. Würde man eine raumzeitliche Karte als all dessen zeichnen wollen, was in einer Interaktion gegenwärtig ist, und würde man eine Liste all derer aufstellen wollen, die auf die eine oder andere Weise an der Interaktion teilhaben, dann würde man nicht mit einem klar umgrenzten Rahmen auskommen, sondern man erhielte ein sehr ungeordnetes Netz mit einer zunehmenden Vielfalt sehr unterschiedlicher Zeiten, Orte und Personen. Zitat Ende. In dieser Schilderung sind Objekte nicht Dinge, die sozial konstruiert wurden, also die Bedeutung der Objekte wird nicht nur mit symbolischer, funktionaler, gesellschaftlicher Zuschreibung der menschlichen Akteure gegeben, sondern sie nehmen selbst eine Position während dieser Interaktion. Die Konstitution des Sozialen ergibt sich als Verknüpfung von menschlichen und nichtmenschlichen Akteuren. In dieser Konstellation sind sowohl die nichtmenschlichen als auch die menschlichen Akteure in einem symmetrischen Verhältnis. Das manifestiert sich auch bei den Erzählungen der Menschen, die zum Beispiel interviewt wurden. Objekte sind Attentaten in einem Netzwerk, das heißt, Objekte sind auch nie allein und stehen in einem Netzwerk. Um dieses Netzwerk sichtbar machen zu können, sind nicht nur die Erzählungen der anderen Attentaten bzw. der menschliche Akteur, der in einem Rahmen handelt, wichtig, sondern auch, wie Latour beschreibt, ist es wichtig, alle Anwesenden bis zu Nicht-Anwesenden in Betracht zu ziehen. Die Abwesenden sollte man nicht nur zeitlich auf Vergangenheit reduzieren, es können auch die möglichen Zukunftsakteure sein. Diese Herangehensweise haben wir anhand eines Objekts eingesetzt. Das Objekt ist ein Sakko, also ein Beschneidungskostüm, das im Jahr 1990 in Izmir gekauft wurde. Ich habe ein Gespräch mit der Besitzerin geführt und das Gespräch aufgenommen. Wir haben dann das Gespräch gemeinsam mit einer Gruppe analysiert. Und dann haben wir das Objekt unabhängig von den Erzählungen der Besitzer in seinem Netz analysiert. Also besser gesagt, wir haben versucht, das so zu analysieren. Zuerst die kurze Biografie von meiner Interviewpartnerin. Es handelt sich um eine Migrantin, die aus der Türkei stammt und am 1949 geboren wurde.
Sie lebte von 1990 bis 2014 zuerst in Niederösterreich, danach in Wien. Ihr Ehemann arbeitete als Türkischlehrer in Niederösterreich. Sie selbst hat nur kurz in Österreich gearbeitet und ist vor 6 Jahren in der Türkei zurückgekehrt und lebt in Izmir, Foča, wo sie geboren wurde. Sie hat die österreichische Staatsbürgerschaft und kommt wegen gesundheitlichen Gründen regelmäßig nach Wien. Bevor sie vor 6 Jahren zurückkehrte, hatte sie einen Koffer vorbereitet, in dem sie die Sachen bewahrte, die sie später mitnehmen wollte. Jedes Mal, wenn sie für die gesundheitliche Kontrolle nach Wien kommt, nimmt sie einen Teil der Sachen mit. Während wir das Gespräch hatten, war der Koffer offen. Sie suchte Sachen aus, die sie diesmal mitnehmen wollte. Also sie fängt das Interview damit an, dass sie mit dem Ehemann beschlossen haben, den Sohn beschneiden zu lassen. Die getroffene Entscheidung veranlasste den Kauf des Beschneidungskostüms. Also sie fängt schon mit einem Vorwissen an einem Netzwerk an, die beide Aktorinnen, also das Ehepaar, aktiv waren. Und ausgehend von dieser Entscheidung sind sie in Izmir zu einem Geschäft gegangen, das nicht mehr existiert heutzutage. Nach Angaben der Interviewpartnerin hatten sie dort Waren mit hoher Qualität verkauft. Die Beschneidungen und Beschneidungsfeste werden allgemein im Sommer durchgeführt, weil die Kinder für die Heilung nach dem Eingriff Zeit brauchen. Die Entscheidung, den Sohn im Sommer und im Urlaub beschneiden zu lassen, hat aber in diesem Fall auch damit zu tun, dass die Verwandtschaft in Izmir lebte. Das Feuer, das ihrer Meinung nach sehr gut war, räumt einen wesentlichen Platz in ihrer Erzählung. Beschneidungen, also die in diesem Fall mit islamischer Religion zu tun haben, werden in unterschiedlichen Kreisen auch unterschiedlich durchgeführt. Es gibt religiöse Familien, diese Art von Feiern, so wie eine Hochzeit zum Beispiel, nicht islamkonform finden und deswegen nicht mit Musik und Tanzen feiern wollen. Sie versammeln sich auch, aber statt eine Feier mit Musik zu veranstalten, rezitiert ein Hodja meistens vom Koran. Es gibt auch religionsferne bzw. atheistische Kreise, die überhaupt nicht feiern wollen zum Beispiel. Da gehen meist zu Krankenhaus und lassen einen Arzt den Eingriff zu machen. Aber Beschneidung wird im Allgemeinen religiös oder nicht religiös durchgeführt. Nach dem Urlaub kommt die Familie nach Österreich. Die Interviewpartnerin nimmt das Beschneidungskostüm mit, obwohl sie in Izmir eine Wohnung hatte, in der sie das Kleidstück bewahren konnte. Da dieses Kostüm nur einmal angezogen werden kann, bedeutet das, es eine symbolische Bedeutung hatte. Weil der Sohn könnte das ja jetzt, als sie das mitgenommen hat, nicht mehr tragen. Und wieso sie das mitgenommen hat, erklärte sie wie folgt. Sie lacht. Na, Erinnerung. Natürlich, das ist das wichtig. Mein Sohn wurde beschnitten. Beschneidung spielt bei der Männlichkeitskonstruktion eine zentrale Rolle in der Türkei. Die Soziologin Pınar Selek nennt 4 Phasen, die einen Wendepunkt bei der heterosexuellen Männlichkeitskonstruktion ausschlaggebend sind. Beschneidung, Militärdienst, Arbeit finden und heiraten. Deswegen ist dieser Tag ein besonderer Tag und die Interviewpartnerin will diesen Tag nicht nur in ihr Gedächtnis bewahren, sondern will auch das wichtigste Objekt von diesem Tag mitnehmen. Bis sie in der Türkei zurückkehrte, war das Beschneidungskostüm in einem Schrank zu Hause. Erst als sie sich entschied, in die Türkei zurückzukehren, gibt sie es in den Koffer
und wiederum mit der Absicht, dass es nichts passiert, also den Kosten. Wieso sie mitgebracht hat, fügt sie auch hinzu. Es vergnügt Menschen, an die schönen Ereignisse zu erinnern. Deswegen habe ich es mitgebracht. Also sie will ihre Erinnerung, einer der wichtigsten Tag seines Sohnes, in einem Objekt festhalten. Hier ist das Objekt wie ein Erinnerungsort, da sie weiß, dass sie nicht in Izmir lebt, also an dem Ort, der sie dieses Ereignis gelebt hat, nimmt sie ein Stück mit. Ähnlich wie Nationalstaaten, die mit Denkmälern Erinnerungsorte für die Nationen schaffen, schafft sie für sich selbst in ihrer Wohnung mit dem Beschneidungskostüm ein ähnliches Ort. Aber interessanterweise nimmt sie nicht dieses Stück, wenn sie zurückkehrt. Da nimmt sie zuerst Sachen, die für sie mehr Funktion hatten. Also zusammenfassend kommt in diesem Gespräch unterschiedliche Aspekte des Objekts für die Besitzerin vor, wie zum Beispiel Entscheidung, Feier, besondere Tag im Leben des Sohnes und so weiter. Und die Ebenen, die im Objekt vorkommen, sind zum Beispiel gesellschaftlich-kulturelle Ebene, geschlechtliche Ebene, symbolische Ebene und auch natürlich die Erinnerungsebene. Wie ich am Anfang auch gesagt habe, ein Objekt wird migrantisch gemacht durch die Berührung der Lebensgeschichte der Migrantinnen. Und wie gesagt, die manchmal problembeladen ist, also diese die Darstellung. Da benötigen wir, wenn man es so benennen will, eine interdisziplinäre Herangehensweise, meiner Meinung nach. Also für mich ist die Ausschließung der Objekte, die traditionbeladen sind, wie zum Beispiel wie ein Beschneidungskostüm, nicht die richtige Strategie, sondern die Objekte so sprechen und handeln lassen und so eine Erzählart, natürlich von unter anderem von vielen Erzählarten, so eine Erzählart zu finden, ist für mich eine bessere Strategie. Danke. Ja, danke für deinen Vortrag. Super spannend. Ich habe natürlich schon noch eine Frage dazu. Und zwar, du hast gesagt, die Attentantentheorie von Latour würde sich jetzt ganz massiv unterscheiden von den anderen Möglichkeiten, so eine Art von Interview zu analysieren. Ist es, dass du tatsächlich sozusagen das Objekt als ein sprechendes Objekt betrachten kannst, das ebenso einen Diskurs hätte? Oder was unterscheidet sozusagen seine Methode von anderen Methoden? Also nicht die Analyse unterscheidet sich eigentlich, sondern dass zum Beispiel die Interaktionstheorie, soziale Handlungstheorie und so weiter in der Soziologie nimmt ja nur die Menschen als Akteure. Aber bei ihm kommt nicht nur die Menschen, sondern auch also diese physische Gegebenheiten spielen eine Rolle. Zum Beispiel diese Kamera ist nicht nur ein Objekt, sondern auch bestimmt die Interaktion zwischen mir und Kamera oder zwischen dich und mich auch. Es ist auch anwesend, aber auch die Produktionsweise von diesen Kamera und wer da gearbeitet hat,
welche Formen gibt, welche unterschiedliche Kameras gibt und so weiter und so weiter. Das sind alle dann zum Mitberücksichtigen, auch bei der Analyse natürlich dann. Aber das ist nicht eine spezielle Form von Interviewführung jetzt. Aber was du jetzt sagst, das hätten wir ja auch bei McLuhan schon. Also der würde ja auch sagen, dass das Medium die Aussage verändern würde. Ich hab jetzt nicht ganz so verstanden, was sozusagen, also was wäre bei eurem Objekt anders, wenn du mit Latours Aktantentheorie rangehst, als mit einer anderen Methode? Was unterscheidet das sozusagen so massiv? Welche Aussagemöglichkeiten hast du dazu bekommen? Eigentlich nicht nur das Gedächtnis zum Beispiel von die Besitzerin, sondern auch die Möglichkeit, auch das Gedächtnis von diesem Objekt zu analysieren. Und dafür, da kann ich nicht mich nur auf die Aussagen von dieser Person reduzieren, sondern es gibt auch Aussagen, die vom Objekt selbst eigentlich. Das finde ich spannend bei dieser. Aber das wäre ja dann sozusagen ein Objekt Ende nie. Das heißt, du müsstest bis zur Herstellung des Stoffes, Herkunft des Fadens, du müsstest ja wirklich ewig sozusagen weiterverfolgen. Also dieses Objekt würde ja gleichzeitig auch ein unendliches Objekt sein. Aber das sind auch, also alles ist eigentlich unendlich. Wenn man wirklich so eine, wie heißt das, zu Anfang so gehen will, dann sind wir auch eigentlich unendlich. Ja. Menschen das heißt, auch. Ich meine, wenn du folgen willst, wie das. Aber das ist schnell. Du, aber was ich noch interessant finde, ist natürlich, also sozusagen mit dieser Theorie ranzugehen an ein Objekt des Migrationsmuseums, ist natürlich nicht unspannend, weil das verändert das Objekt des Museums sozusagen auch. Das heißt, das wäre tatsächlich eine Möglichkeit zu sagen, wenn wir ein neues Museum bauen, wie betrachten wir sozusagen die musealen Objekte darin? Und zu sagen, sie haben eben keine Ähnlichkeit, wäre natürlich schon eine spannende Zugangsweise. Wie weit würdet ihr denn gehen, wenn ihr sozusagen, also ihr habt bei der Ausstellung zum Museum der Migration den Anzug hingehängt und habt verschiedene Diskurselemente sozusagen an den Anzug gepinnt. Wie weit würdest du gehen, wenn du könntest? Wie weit würden deine Fädennetze sozusagen gehen, wenn du sagst, ich hätte einen ganzen Saal zur Verfügung, um dieses Objekt zu beschreiben? Du hättest ein ganzes Museum nur für dieses eine Objekt, oder du hättest einen ganzen Saal, also jedenfalls so viel Platz, wie du haben wolltest, so viel wissenschaftliche Unterstützung, wie du haben wolltest. Wie weit würdest du gehen, sozusagen, mit diesem Objekt? Also ich würde da natürlich andere Erzählarten auch mit beziehen. Also nicht nur auf zum Beispiel auch künstlerische und literarische vielleicht da hätte ich dann natürlich nicht nur auf diese gesellschaftliche Ebene, diskursive Ebene geblieben, sondern ja viele andere Erzählarten auch mitbeziehen. Ja, es ist eigentlich spannend, wie weit man sozusagen weiterdenken kann, wenn man sich nicht einschränkt auf die rein menschlichen Diskurse. Ja. Wir haben ja auch mal darüber gesprochen, was passiert, wenn der menschliche Akteur stirbt. Also was passiert, wenn die interviewte Person stirbt und sozusagen das, was sie als positiven Beweis dieses Objektes sieht und die unmittelbare Verknüpfung, was passiert, wenn dieser Bruch geschieht. Ja. In dem Moment, in dem du nicht mehr interagieren kannst mit dem musealen Objekt. Ja. Das zum Beispiel ein Museum ohne Objekt,
Das ist, das finde ich auch sehr spannend, weil ich hab vergessen jetzt, wer das geschrieben hat, aber er hat geschrieben, dass zum Beispiel, ja, das Museum kommt ja aus griechischen Museum und in Alexandria gab es diese erste Museum und dort hat man nicht Objekte gesammelt oder Kunst oder so. Das war wie eine Bibliothek mit Wissen und so. Man hat dort Wissen produziert. Also ich finde zum Beispiel, das heißt nicht nur Objekt ist, sollte im Museum einen Platz finden, sondern wie man die Idee so auch ohne Objekte dort darstellen kann, ist, finde ich auch sehr spannend zum Beispiel. Ja, vielleicht machen wir einfach einen leeren Raum, einen unendlichen Interpretationsraum. Ja, Man könnte zum Beispiel jedes Mal ein Objekt so mit neu wieder interpretieren. Ich habe zum Beispiel das Interview mit zwei Kolleginnen also interpretiert. Also wir haben so Segmenten gehabt und haben viele Lesarten über die Aussagen natürlich entwickelt. Aber man könnte ohne zum Beispiel das Interview nur über dieses Kostüm, Beschneidungskostüm, wirklich ganz unterschiedliche Lesarten mit unterschiedlichen Gruppen dann entwickeln. Aber passiert dann nicht genau das, was wir gesagt haben, dass sozusagen auch der rassistische Blick auf dieses Objekt möglich wäre? Dass du sagst, okay, ein Beschneidungskostüm ist ganz eindeutig ein kulturell anders annotiertes Objekt. Und du zeigst ich bin mir überhaupt nicht die Fremdheit sicher, dieses Objekts. Ob alle das zuerst als Beschneidungskostüm wahrnehmen. Ja. Werden. Das stimmt, das wäre natürlich, das heißt, du hast auch die Freiheit, es nicht als Beschneidungskostüm natürlich zu sehen. Ja. Das wäre zum Beispiel so ein Versuch, wäre wirklich spannend, finde ich. Das ist eine extrem gute Idee für unser nächstes Museum, ein Objekt, das nicht eindeutig identifizierbar ist, hinzustellen und sozusagen die Diskurse, die auf dieses Objekt einprasseln, aufzunehmen. Und jeder Objekt eigentlich hat auch diese ich finde, transnationale auch in sich. Also wenn man das mit dieser Methode oder mit dieser Theorie zu Objekten hereingeht, wird man bestimmt diese transnationale Verbindungen auch immer finden. Also ich denke mir, das ist wahrscheinlich auch ein Diskurs, den du sehr schnell in eurem Objekt finden wirst, wenn du eben auf den Stoff zurückgehst. Ja. Und ich nehme mal an, auch dieses Kostüm wurde wahrscheinlich nirgends anders als in China fabriziert. Oder es gibt zumindest Elemente, die in China produziert werden. Oder weißt du, wer weiß, wo sonst noch. Ja. Oder woher diese Mode kommt. Es soll nicht unbedingt irgendwo anders vielleicht produziert werden, aber vielleicht hat ein anderes Land oder ein, ja. Also ich finde, dass die Objekte vielleicht vor Menschen grenzenlos gelebt haben. Und für denen war vielleicht diese Mobilität viel einfacher als Menschen. Deswegen, ich finde aber immer natürlich, dass es diese Transnationalität wirklich ist sehr schwierig, finde ich, weil obwohl unser Alltag irgendwie schon transnational ist, unsere Denkweise ist noch immer und die Institutionen sind noch immer national. Wie kann man zum Beispiel ein Museum der Migration transnational gestalten, indem man mit nationalen Institutionen handeln muss? Ja.
Ja, vielleicht lassen wir es einfach permanent fahren, so dass es nie, oder man stellt es immer nur an Grenzen auf. Man lässt es permanent wandern und stellt es immer nur an Zwischenorten auf. An Orten, die in keiner Nation sich tatsächlich befinden. Ja. Aber ja, das ist natürlich auch eine spannende Frage, die wir irgendwann, ja, die wir sowieso diskutieren zurzeit, wieso unsere Waren wandern dürfen und unsere Menschen nicht, oder wir nicht mehr auch. Mhm. Oder das Wandern der Menschen als so etwas Seltsames betrachtet wird. Ja, war ein super schönes Gespräch. Ich danke dir für den Input. Und ich muss schauen, ob ich mich irgendwann mit Latour anfreunden kann. Und ja, ich hoffe, wir treffen uns. Ich danke dir vor allem. Ich hoffe, wir treffen uns mal wieder fürs nächste Museum der Migration oder für die nächste Auseinandersetzung um das Objekt des Museums der Migration. Hoffentlich. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.